Willkommen zurück zu SFS Kolonie. Willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir die Sonnenstation bauen und an die MS Kolonie anbringen. Ihr seht, wir haben hier schon die erste der drei Raketen. Eine Arlon 2B mit dem großen Wohn- und Forschungsmodul und hier vorne der Kreuzung. Wir haben noch zwei weitere Raketen. Eine weitere Arlon 2B. Hier, ihr seht, Solarzelle. Dort gibt es eben die beiden Solarzellenmodule, unsere Satellitenschüsse und unsere Atemlufttanks. Und dann haben wir eine dritte Rakete, in diesem Fall eine Avalon 6B mit unserem Crew Escape System und der Andockluke hier oben. Und die hat dann ein bisschen mehr Treibstoff. Damit können wir dann die Raumstation wieder komplett auffüllen. Und ja, ich würde sagen, wir fliegen einfach mal.
Und da haben wir es geschafft. Wir haben jetzt hier die Sonnenstation angebaut. Und ihr seht, da ist alles mitten dabei. Jetzt können wir hier auch die Solarzellen ausfahren. Tatsächlich wollen wir die da gar nicht haben. So, machen wir mal die. Die und die. So. Die hier sind von unserem Crew Escape System. Die wollen wir natürlich jetzt nicht aktivieren, sondern nur im Notfall. Und an sich war es das auch mit der Folge. Ihr seht, die Station ist da, wir haben alles angebaut. In der nächsten Folge geht es dann zur Sonne, wo wir die Station quasi in den Orbit bringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.